Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risiko-Management. In diesem Video geht es darum, aus den Ergebnissen der Risikoanalyse Maßnahmen abzuleiten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der korrekten Anwendung des risikobasierten Ansatzes und der Verknüpfung mit der Unternehmensstrategie. Die Analyse des Compliance-Risikos ist kein Selbstzweck. Sie ist die Grundlage für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen. Am Beispiel eines Autohauses und der Meldepflicht nach § 43 haben wir gesehen, wie Risiken identifiziert und bewertet werden können. Ausgangspunkt war § 56 GWG, der die Bußgeldvorschriften enthält. Genauer gesagt Absatz 1 Nummer 69. Ein vorsätzlicher oder leichtfertiger Verstoß gegen die Meldepflicht ist ordnungswidrig. Für die Höhe der Geldbuße kommt es darauf an, ob der Verstoß schwerwiegend, wiederholt oder systematisch ist. Dann kann sie 1 Million Euro oder das Doppelte des aus dem Verstoß gezogenen Vorteils betragen. Ansonsten sind es bis zu 100.000 Euro. Schaut man in § 43 Geldwäschegesetz nach, dann findet man 3 Meldepflichten mit jeweils 4 Begehungsformen. Das ergibt für diese Vorschrift insgesamt 12 zu untersuchenden Fälle. Die könnte man jetzt jeweils einzeln nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Risikobedeutung abarbeiten. Aber es geht auch schneller. Konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Fälle. Der erste Fall ist die nicht gemeldete Geldwäsche. Dazu kommt es, wenn ein Kunde in einem Geschäft einen Gegenstand verwenden will, der aus einer Vortat der Geldwäsche stammt. Das Compliance-Risiko wurde mit der Eintrittswahrscheinlichkeit von 6, das heißt sicher, und einer Risikobedeutung von 4, also zehrt den Gewinn des Unternehmens auf, bewertet. Im Unterschied zu normalen operationellen Risiken müssen Compliance-Verstöße die absolute Ausnahme bleiben. Das spiegelt sich in der Skalierung der Eintrittswahrscheinlichkeit wider. Der höchste Wert wird schon erreicht, wenn zu erwarten ist, dass ein Verstoß einmal oder mehrfach in einem Jahr vorkommt. Der hohe Wert für die Eintrittswahrscheinlichkeit in unserem Beispielsfall ergibt sich vor allem daraus, dass in Deutschland zwischen 3-6% Schwarzgeld im Umlauf ist. Es kommt vor allen Dingen aus dem Drogenhandel oder aus Steuerhinterziehung. Und deswegen ist es auch so, dass in unserem Autohaus zwischen 5-10 Geldwäschefälle im Jahr anfallen müssten. Das allein reicht natürlich nicht, um einen Verstoß gegen die Meldepflicht auszulösen. Der tritt erst ein, wenn die Geldwäsche unerkannt bleibt. Klar ist aber auch eins, Geldwäsche, dabei geht es genau um die Verschleierung der Tatsache, dass es sich um Schwarzgeld handelt. Das kann man jetzt nicht erwarten, dass Mitarbeiter sich einfach so in Geldwäschefragen privat fortbilden, etwa YouTube-Videos schauen, in denen erklärt wird, was die aktuellen Methoden der Geldwäscher sind. Nein, man muss die Trends und Methoden kennen und den Mitarbeitern im Rahmen von Schulungen beibringen, damit sie sie beachten können. Macht man das nicht, ist es naheliegend, in einem Verstoßfall von einem systematischen und schwerwiegenden Verstoß gegen das Geldwäschegesetz auszugehen. Und damit steht 1 Million Bußgeld im Raum. Das Gleiche gilt im Prinzip für Terrorismusfinanzierung. Der Unterschied ist nur, dass sich Autos und andere Dienstleistungen eines Autohauses üblicherweise wesentlich besser zur Geldwäsche als zur Terrorismusfinanzierung eignen. Terrorismusfinanzierung ist für mich daher nur teilweise plausibel. Sowas kommt vielleicht einmal in 25 Jahren vor. Wahrscheinlicher ist dagegen, dass sich ein Kunde weigert, den wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen und dann das Geschäft nicht zustande kommt. Das hängt natürlich stark vom Geschäftsmodell des Autohauses ab. Ein privater Endverbraucher ist in der Regel auch der wirtschaftlich Berechtigte. Und wenn er das nicht sein sollte, wenn er also ein Strohmann ist, dann wird er lügen. Auf jeden Fall wird er nicht eine Verdachtsmeldung provozieren, indem er die Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten verweigert. Bei Firmenkunden sieht das anders aus. Das kann durchaus vorkommen, dass ein Geschäftswagen für eine GmbH gekauft werden soll und der Geschäftsführer sich weigert, seine Gesellschafter offenzulegen. Ein zuverlässiger Mitarbeiter im Autohaus wird dann die Transaktion nicht fortführen, denn er kann ja die Geldwäschepflicht, den wirtschaftlich Berechtigten zu
identifizieren, nicht erfüllen. Und hier lauert die Fehlerquelle. Wenn er nicht weiß, dass die Weigerung meldepflichtig ist, wird er die Angelegenheit vielleicht einfach auf sich beruhen lassen. Schon haben wir den Verstoß. Wenn sich das aber nicht häuft, droht nur eine Buße bis 100.000 Euro. An dieser Stelle sieht man schon, dass das Compliance-Risiko der Nichtmeldung nach § 43 beim Autohaus für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Weigerung, den wirtschaftlich Beträchtigten offenzulegen, unterschiedlich hoch ist. Das ist jetzt deutlich. Wie sieht es aber mit den Begehungsformen nicht richtig, nicht vollständig, nicht rechtzeitig aus? Keine Angst. Zur Analyse des Compliance-Risikos muss man die übrigen 9 Fälle nicht alle durchgehen. Sie laufen alle nach demselben Muster ab. Das heißt, sie führen zur selben Risikolage und können deshalb zusammengefasst betrachtet werden. Wenn die Meldung überhaupt abgegeben worden ist, dann liegt schon kein schwerwiegender Verstoß mehr vor. Die Risikobedeutung ist deshalb bei 2. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist aber in der höchsten Kategorie, denn die korrekte, vollständige und rechtzeitige Meldung über das Internetportal der FIO klappt nur, wenn man sich dort angemeldet und mit den Anforderungen an die Meldung vertraut gemacht hat. Wir haben uns jetzt ein Verständnis der Risikolage erarbeitet. Es gibt einen eindeutigen Schwerpunkt und der liegt auf der Geldwäsche. Aber auch das Thema Meldepflichten sollte nicht unterschätzt werden. Wir sind dort nicht im grünen Bereich. Als Risikotreiber, also als die für das Compliance-Risiko relevantesten Einflussfaktoren, haben wir die Wirtschaft, die Produkte und Dienstleistungen, das Geschäftsfeld, das Personal, die Technik und die Organisation identifiziert. Jetzt geht es darum, Maßnahmen abzuleiten. Hier gibt es aktive und passive Strategien. Aktive Strategien reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Risikobedeutung. Passive Strategien zielen darauf ab, im Risikofall gut vorbereitet zu sein, ihn zu beherrschen. Was damit genau gemeint ist, wird deutlicher, wenn man die Risikotreiber sich anschaut und dabei die Frage stellt, inwieweit das Autohaus sie überhaupt beeinflussen kann. Externe Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Tatsache, dass zwischen 3-6% Schwarzgeld im Umlauf sind, kann das Unternehmen überhaupt nicht beeinflussen. Das gilt auch für die Methoden, Techniken und Netzwerke der organisierten Kriminalität und der Terroristen. Das heißt, die Bedrohungslage ist da. Die muss man als gegeben hinnehmen. Vor allen Dingen muss man sie aber verstehen. Denn wie jedes Unternehmen auch entscheidet sich natürlich unser Autohaus dafür, in welchen Märkten und in welchen Produkten und Dienstleistungen es tätig ist. Autohandel ist wesentlich anfälliger für Geldwäsche als für Terrorismusfinanzierung. Luxusautos umso mehr. Je teurer ein Auto ist, desto mehr Geld kann damit gewaschen werden. Nach der nationalen Risikoanalyse ist das primäre Mittel der Geldwäsche in Deutschland immer noch Bargeld. Ein Autohändler im Premiumsegment, der Barzahlungen akzeptiert, oder ein Gebrauchtwarenhändler, der Bargeld auszahlt, ist für Geldwäsche hochattraktiv und damit verwundbar. Das ist der Ansatzpunkt für die aktiven Risikostrategien. Das Unternehmen reduziert sein Risikoprofil, indem es seine Verwundbarkeit für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durch Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsfelder reduziert. Im konkreten Fall könnte es zum Beispiel eine Bargeldsperre bei Beträgen ab 10.000 Euro einführen. Das heißt weder Ein- noch Auszahlungen vom Bargeld größer gleich 10.000 Euro. Das verhindert die Geldwäsche zwar nicht, aber es macht das Autohaus unattraktiver für die organisierte Kriminalität. Passive Strategien zur Reduzierung des Risikos verbessern die Beherrschbarkeit. Hier geht es darum, Indizien für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und richtig zu reagieren. Man muss die Mitarbeiter auf die in der Risikoanalyse erkannten Risikoszenarien schulen. Man muss sich mit der Meldetechnik vertraut machen und sie professionell benutzen. Und man muss die Abläufe im Fall des Falles organisieren. Es muss klar sein, wer informiert wen über was, wer setzt die Meldung ab. Hier darf nicht rumgeeiert werden. Vor allem die Mitarbeiterschulung im Geldwäschegesetz wird als Nebeneffekt auch die Risiken der Terrorismusfinanzierung und der Nichtmeldung des wirtschaftlich Berechtigten reduzieren. Denn die ergriffenen Maßnahmen führen dazu, dass im Fall eines Verstoßes eher von einem
unvermeidbaren Einzelfall ausgegangen wird. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wir haben gesehen, wie man die Risikoanalyse nutzen kann, um die Risikotreiber herauszufinden und auf diese aktive und passive Strategien zur Risikoreduktion aufzusetzen. Wenn dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Like und schaut euch die anderen Videos an.